Der Rennbahnpark in Neuss, einst ein Ort zum Entspannen und Planieren, doch übers Wochenende trafen sich hier zahlreiche Besucher, die sich rund um das Thema Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen auf der Baumesse informieren wollten. Unter ihnen der jung gebliebene Rentner Hans-Georg. Er will sich rund ums Haus informieren und die Sicherheitstechnik, die hat ihm gleich am Anfang angetan. Heutzutage schon Standard ist, ja. Ist die Kamera bereits im Türspion eingebaut. Jo, das gibt es auch schon. Das bedeutet, Sie brauchen jetzt nicht noch eine extra Zusatzkamera setzen, ja. Sondern Sie schalten das Bild auf einen kleinen Monitor, ja. Oder auf Ihren Fernseher. Fachkompetente Beratung auf mehr als 4 großen Festzelten. Aussteller aus ganz NRW schmücken hier das Innenleben und für jeden ist etwas dabei. Und wer jetzt denkt, das wäre nur etwas für Männer, der hat sich getäuscht. Auch der Frau liebstes Thema ist hier vertreten. Wir stellen Dekorationsartikel, wir haben handgefertigte Waren aus Indonesien. Wir, also alles, was Sie hier sehen, wird von Hand gefertigt. Und es sind auch alles im Prinzip dann Unikate. Ja, und die importieren wir selber. Die kommen alle 2-3 Mal im Jahr hier rüber. Neben einem großen Restaurant können auch die Kleinen schon früh mit den Hausbauen beginnen. Ein großes Kinderparadies gibt den Eltern die Chance, auch einen Familienausflug zu erleben. Und das, wie es sich versteht, natürlich kostenfrei und ohne Bedenken. Denn ausgebildete Kinderbetreuer kümmern sich um das Wohl des Nachwuchses. Zufriedenheit bei den Gästen. Also ich denke mal schon, dass die hier gut aufgehoben sind. Und wenn was sein sollte, wird man, denke ich mal, irgendwie rausgerufen. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich. Aber ich denke mal schon, dass das hier gut aufgehoben ist. Und kann ich nämlich in Ruhe an den Ständen mich informieren. Produktneuheiten suchen hier den Kontakt zum Kunden. Sei es das gemütliche Abendessen im Garten ohne lästige Insekten oder die versteckten Mülltonnen. Hier ist für jeden etwas dabei und sollte man sich dann noch mal setzen wollen, so findet man sicherlich ein gemütliches Plätzchen. Ich bin fasziniert von der Vielfalt der Aussteller, wesentlich mehr, als ich es eigentlich erwartet hätte. Wollte ja zum Thema Sicherheit mich informieren, aber ich bin hier hängen geblieben, bei dieser fantastischen Kunstschmiede, mit einem tollen Angebot, wenn ich mir das so mediterran überlege, dass ich dieses gerne auf meiner Terrasse stehen haben würde. Einfach große Klasse. Ja, da muss ich sagen, wieder mal ein Blickpunkt auf der Baumesse. Seit nun mehr als 9 Jahren organisiert und konzipiert die Mesa GmbH nun die Baumesse in mehr als über 8 Standorten in ganz Deutschland. Neuss war dieses Jahr ein Neuling in den Standorten und Projektleiterin Ute Witowski ist am Ende ganz schön erleichtert, dass alles reibungslos geklappt hat. Wir sind total zufrieden, war super erfolgreich die Messe. Freitag, Samstag waren die Besucherzahlen ein bisschen unter dem, was wir erwartet hatten, aber dafür kamen nur Besucher, die ganz konkret Wünsche und Vorstellungen hatten und dann hier die Aussteller vor Ort gefunden haben, die ihnen dann auch eben genau dabei weiterhelfen konnten, sodass auch am Freitag und Samstag die Aussteller sehr, sehr zufrieden waren, weil sie ihre Geschäfte machen konnten und den Kunden das bieten konnten, was gesucht wurde. Heute am Sonntag waren die Zelte rappelvoll. Viele waren da, um sich einfach mal grob zu informieren, aber auch viele Besucher, die auch hier wieder ganz genau wissen wollten, was gibt es und dann gesehen haben, das, was wir gesucht haben, gibt es auf der Baumesse in Neuss. Das nächste Mal öffnen sich die Toren zur Baumesse wieder am 16. bis zum 18. Oktober 2011 mit bestimmt genauso vielen Besuchern und zufriedenen Ausstellern. Weitere Informationen zu den Standorten oder zu Terminen gibt es auch im Internet unter www.baumesse.de.